Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, Ihre Sitze wieder einzunehmen. Wir beginnen mit dem Abschlusspanel unseres Körper History Forums 2019 und diese Ankündigung ist absolut keine Fake News. Es ist unsere letzte Podiumsdiskussion und wir werden reden über die Macht der Manipulation. Und wir werden darüber reden, wie man mit Propaganda umgeht, wie man mit Fake News in Vergangenheit und Gegenwart umgegangen ist und umgeht. Bei diesem Panel wollen wir Antworten darauf finden, ob Propaganda und Fake News neue Erscheinungen sind. Wenn nicht, wann ist das entstanden und unter welchen Bedingungen und wie können unsere Demokratien etwas tun, um gegen Fake News vorzugehen. Wir haben vier Podiumsdiskutanten und einen ebenfalls bekannten Moderator. Wir beginnen mit Anne Applebaum. Sie ist Historikerin an der London School of Economics. Dort ist sie Professorin. Dann haben wir Joe Fox. Sie hat mir gerade gesagt, dass sie schon einige Jahre lang am Thema Propaganda arbeitet und sie ist ganz überrascht, dass das Thema jetzt wieder so modern ist. Dann haben wir Jason Stanley, Linguist und Philosoph aus den USA. Und dann haben wir Markus Engels, der Direktor der Global Solutions Initiative hier in Berlin. Moderatorin wird Nathalie Nougari-Rett sein. Sie ist Redakteurin und Kolumnistin beim Guardian. Meine Damen und Herren, Sie haben das Wort. Okay, this is good afternoon. So, ich begrüße Sie alle zum letzten Panel des heutigen Tages und zum besten Panel des heutigen Tages. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr Journalistin. Und in diesen Beruf bin ich gekommen, wo ich gedacht habe, ja, es geht einfach darum, die Fakten darzustellen. Die Leute werden das lesen. Ich kann Beitrag leisten zur Veränderung der Welt, zur Bewusstseinbildung. Und 30 Jahre später wissen alle die, die im Journalismus arbeiten, dass es gar nicht so leicht ist, diese Mission zu erfüllen und tatsächlich so viel Auswirkung zu haben. Wir haben das Gefühl, wir ertrinken alle in einer See von schlechter Information, falscher Information. Und das ist einfach Müll-Content online. So wie wir Junkfood bekämpfen, weil wir sagen, das ist schlecht für unsere Gesundheit, haben wir in unseren Gesellschaften auch die Aufgabe, darüber nachzudenken, was diese Junk-Inhalte für uns bedeuten und dass sie eine Bedrohung sind. Die Macht der Manipulation über den Umgang mit Propaganda und Fake News in Vergangenheit und Gegenwart, das ist der Titel unseres Panels. Wir haben ein History Forum und deswegen werden wir etwas sagen über die Vergangenheit, über die Lektionen, die wir lernen können aus der Vergangenheit. Und wie Sie gehört haben, haben wir auch drei Historiker bei uns. Wir haben Marcus. Er ist nicht ist kein Historiker, er ist Philosoph. Da waren wir schon bei der falschen Information, weil ich dachte, er ist Jurist. Markus praktiziert Politik und es wird interessant sein, seinen Standpunkt auch hier mit aufzunehmen. Hier auf der Bühne, denke ich, werden wir ungefähr eine Stunde lang diskutieren und dann nehmen wir auch Ihre Fragen aus dem Publikum. Wenn jemand aber eine ganz, ganz dringliche Frage hat, während wir hier noch reden, dann heben Sie die Hand und wir bauen Sie dann ein in die Diskussion. Ich denke, wir werden über drei Momente sprechen und ich werde jedem Panelisten ein, zwei Minuten geben,
Antworten auf diese erste Frage. Wenn wir uns diese Frage der Desinformation und Propaganda anschauen, was davon ist alt, was davon ist neu? Das ist die Frage Nummer eins. Und dann wollen wir uns damit beschäftigen, wie Propaganda und Desinformation sich auswirkt auf die Gesellschaft. Da müssen wir auch in die Vergangenheit schauen, aber auch auf den heutigen Tag. Was bedeutet das für die Gesellschaft und für jeden von uns persönlich? Und dann wollen wir konstruktiv und positiv diskutieren, sodass Sie mit guten Gedanken hier aus dem Saal gehen. Wir werden über Lösungen reden. Was können wir tun heute, ausgehend von den Lehren der Vergangenheit? Joe, ich will mit Ihnen anfangen. Sie haben geforscht zur Zwischenkriegsperiode in Europa. Propaganda, psychologische Kriegsführung, sowohl auf der Seite der Diktatur und auch auf der Seite der Demokratie, das ist Ihr Thema. Wenn ich Sie frage, was ist neu, was ist alt bei diesem Thema, was würden Sie sagen? Ich denke, die Propagandatechnik in ihrer einfachsten Form ist etwas Statisches. Und ich denke, das liegt daran, dass das in der menschlichen Psyche liegt. Das kommt von innen heraus als Referenzpunkt. Da sich das aber auf schnell ändernde Umstände bezieht, ist das Ganze etwas, wo wir denken, es ist ständig im Fluss. Wenn Sie die Kommentatoren der Zwischenkriegszeit befragen und sagen, haben Sie da was Neues, dann sagen die absolut ja. Und jeder hat das Gleiche gesagt in der Evolution der Propaganda. Aber wir erfahren heute auch etwas Neues. Und die Schnelligkeit, der Umfang, das Ausmaß der Propaganda ist neu. Wer der Propagandist ist, das hat sich verändert. Wer diese Infosphäre kontrolliert, auch das hat sich verändert. Und zum ersten Mal haben wir es auch mit Propaganda zu tun, die über Algorithmen generiert und verbreitet wird. Das ist eine neue Technologie. Wir hatten natürlich technologische Veränderungen im ganzen 20. Jahrhundert und an der Schwelle zum 21. Was wir nun aber haben, ist etwas komplett anderes. Markus, nun zu Ihnen die Frage, was ist alt, was ist neu? Sie waren in politischen Kampagnen eingebunden. Sie haben die Kampagne für Martin Schulz gemacht. Sie schauen sich die Politik an, Sie schauen sich die Gesellschaft an. Wie steht es um Ihre Erfahrung? Haben Sie das Gefühl, dass Sie auch gelitten haben unter Desinformation, unter Propaganda? Und ausgehend von dieser Erfahrung, wie würden Sie hier die Unterscheidung treffen zwischen Alten und Neuen und ausgehend von dem Blick auf die Vergangenheit, was ist da alt, was ist da neu, direkt aus Ihrer politischen Erfahrung? Was alt ist, ist, dass es immer Propaganda gegeben hat. Lügen gab es immer, Gerüchte gab es immer. All das hat bestanden, was neu ist. Definitiv ist genau das, was Joe Fox gesagt hat. Die Technologie ist dazugekommen, neue Technologie, die beschleunigt die Kommunikation und ganz besonders, wenn wir an Kommunikation denken, so müssen wir die Änderung des Sender-Empfänger-Musters bedenken. In den alten Tagen haben wir Fernsehen geguckt, Radio gehört, Bücher gelesen, Zeitungen gelesen, aber heutzutage ist jeder beteiligt, jeder ist Sender, jeder kann kommunizieren, kann seine Botschaft in die Welt senden. Und deswegen entsteht die Frage, die wir vielleicht später noch diskutieren, nämlich die Frage, brauchen wir neue Regeln für diese Welt? Also da gibt es eine Veränderung. Es gibt noch ein zweites Element, von dem ich denke, dass es sehr wichtig ist. Damit Fake News funktionieren, damit diese ganze populistische Propagandaarbeit funktioniert, braucht man zunächst erstmal Zweifel an den bestehenden Institutionen. Ich bin Deutscher. Und deswegen sehe ich immer, da wo ein Skandal ist, wenden sich die Menschen zunächst erstmal an die traditionellen Medien, gucken sich die Tagesschau an zum Beispiel. Weil da hat man dieses Grundvertrauen, dass die keine Fake News senden. Also die Vorbedingungen für das Funktionieren von Fake News, das Vorbedingungen
die Vorbedingung für das Funktionieren von populistischen Botschaften ist das grundlegende Misstrauen in Regierung, Medien und Zivilgesellschaft. Ich bin Generalsekretär für Global Solutions, habe es also zu tun mit der gesamten Welt. Alle Populisten weltweit haben sehr erfolgreich gesagt, diese Eliten, die Lügen, die Medien sind nichts weiter als Fake News. Und das genau ist die Vorbedingung. Und ich denke, auch das ist neu. Obwohl ich kein Historiker bin, würde ich sagen, das ist die Vorbedingung und der Grund dafür, warum die Populisten so erfolgreich sind und ihre Fake News, ihre falschen Nachrichten so gut ankommen. Natürlich ist Propaganda so alt wie die Politik, da gibt es keinen Zweifel daran. Vielleicht ist die Propaganda sogar älter als die Politik. Ich meine, schon früher hat man Lügen darüber verbreitet, wie viel Pferde oder Mammuts da draußen unterwegs waren. Aber eigentlich sollten wir erstmal die heutige Zeit beleuchten. Was wir jetzt erleben, ist eine profunde politische Veränderung, auch eine profunde Veränderung der Gesellschaft und der Wirtschaft. Wir durchleben eine Informationsrevolution. Und wenn man das vergleichen will, ist der beste Vergleich eigentlich die Erfindung der Buchdruckerpresse. Da gab es fundamentale Verschiebungen der Macht weg von den Klöstern hinein in andere gesellschaftliche Bereiche. Das hat zu vielen wunderbaren Sachen geführt, wie allen lieben Bücher zum Beispiel. Das hat auch zu 100 Jahren Religionskriegen geführt und ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb in diesen Kriegen. Genau eine solche Übergangsperiode erleben wir jetzt. Unser soziales, politisches, intellektuelles Leben wird neu absorbiert, neu interpretiert. Das iPhone wurde 2007 erfunden, das ist noch nicht so lange her. Die Mehrheit von uns bekommt die gesamte Information, sei es politisch, kulturell, von einem kleinen Telefon, das wir in der Tasche tragen. Das hat unsere Beziehung verändert, Beziehung zur Macht. Außerdem sind wir heute alle Publizisten, Redakteure, Journalisten, wir alle schaffen Informationen. Der Beruf des Journalismus ist einfach weg, der kommt auch nicht zurück. Die Autorität, die Rundfunk und Presse früher hatten, verschwindet. Und dieses schwindende Vertrauen ist teilweise daraus hervorgehend. Jetzt, wo wir alle selbst unsere Nachrichten, unsere Informationen produzieren und konsumieren, gibt es keinen Grund, warum wir El País oder den New York Times oder dem Spiegel trauen sollten, mehr als anderen Quellen. Da gibt es noch etwas Neues, nämlich die Informationsnetze sind global. Jeder kann sich einmischen in jegliche Unterhaltung, ob das nun eine deutsche Unterhaltung ist, wo man Deutsch miteinander redet, in deutschen Zeitungen oder im deutschen Fernsehen. Alle können das empfangen. Ich meine, ist man Russe oder Chinese oder Amerikaner, so kann man in diese Konversation hineinkommen, entweder mit realen oder mit falschen Nachrichten. Das macht natürlich noch nicht so viel aus. Die sowjetischen Erfahrungen in den 70er und 80er Jahren, wo sie versucht haben, falsche Informationen zu verbreiten, da haben sie immer versucht, Artikel in die Zeitungen zu kriegen, sodass die verbreitet werden international. Und nach einem Jahr oder so waren die dann tatsächlich in den Mainstream-Medien. Da gibt es so ein berühmtes Gerücht darüber, dass die CIA AIDS erfunden hat. Das war ein sowjetisches Gerücht, das man in Indien und in anderen Regionen verbreitet hat. So war der Prozess damals. Heute findet der Prozess in 10 Minuten statt. Jeder hört die Konversation anderer und nimmt daran teil. Das ist die dunkle Seite der Globalisierung. Die Russen können in den amerikanischen Wahlen teilnehmen und die Chinesen bei den Bolivianern. Die Bolivianer können sich einmischen in die taiwanesischen Wahlen. Egal, es ist eine globale Konversation, an der jeder beteiligt ist und jeder kann Propaganda dort hineinbringen. Das heißt, die Globalisierung hat ebenfalls eine fundamentale Veränderung erzeugt. Ich denke, da muss ich jetzt etwas sagen über das Buch. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie Propaganda funktioniert. Also,
Was ist jetzt neu? Ich denke, das Panel, das wir eben hatten, beschäftigte sich mit Kolonialismus. Das war Fake News Panel 1 und wir sind Fake News Panel 2. Das alte Panel beschäftigte sich mit Fake History, die Erfindung der Geschichte. Und wenn man sich die heutige Zeit ansieht, den Brexit, wenn man sich ansieht, was in den USA passiert, in Russland passiert, dann sieht man diese koloniale Geschichte. Wir haben ein Imperium besessen und wir haben es verloren. Das ist ein zentrales Element. Genau das Element, was wir so wunderbar beleuchtet bekommen haben in der vorhergehenden Sitzung durch Professor Ceba und andere, das bereitet den Boden bei den Menschen für Propaganda. Ich erinnere mich, Budapest 2009, 2012, da gab es ständig solche Diskussionen. Jeder hat über den Verlust des großen Imperiums geredet. Wir haben jetzt eben darüber geredet, dass Kolonialismus so destruktiv ist für die Länder, die kolonisiert wurden. Die Sklaverei hat auch dazu geführt, Länder zu zerstören. Und wir haben ja gesehen, dass dieses Erbe immer wieder auf die Länder zurückschlägt. Wir müssen jetzt erklären, warum Imperium ein so zentraler Begriff bei allen Dingen ist, die wir bei den rechten Parteien erleben. Ich sage immer die extremen rechten Parteien anstatt die populistischen Parteien, weil extrem rechts beschreibt das Phänomen besser. Wenn wir das Problem mal versuchen zu unterteilen, dann haben wir was Neues, was die Politiker überall machen. Sie durchbrechen demokratische Normen. Sie sprechen über Immigranten als Invasoren. Mein Präsident sagt, die Migranten sind Schlangen. Das hat zu tun mit der Technologie auch. Weil was die Leute befreit, so fürchterlich zu sprechen über ihre Mitmenschen, das ist die Möglichkeit, in diesen anonymen Chaträumen zu reden, zu schreiben, einfach Gift zu verbreiten. Es ist das Versagen demokratischer Normen in dieser Konversation. Fake News, das ist ein Begriff, mit dem ich nicht so gut klarkomme. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff mögen. Keiner mag diesen Begriff Fake News. Warum nicht? Sagen Sie es in einem Satz. Es ist nicht hilfreich als Definition. Wir müssen hier ein komplexes Phänomen verstehen. Und wenn wir diesen nutzlosen Begriff nutzen, dann denken wir nicht an Propaganda. Was ist der Unterschied zwischen Desinformation und expliziter Propaganda? Da gibt es Unterschiede und die müssen wir verstehen. Worüber wir ebenfalls auch reden, sind unterschiedliche Maße an Fälschung. Es gibt falsche Konten, wo die Leute online versuchen, sich als jemand anders auszugeben. Dann gibt es die zweite eben, falsche Verstärkung, wo man versucht, Geschichten so zu verstärken, dass sie immer künstlicher werden, indem man sie über Bots oder Trolle verbreitet auch. Dann gibt es die falschen Geschichten, die falschen Erzählungen, die vierte Ebene. Und das ist Desinformation, nämlich falsche Narrative. Organisierte Versuche, falsche Eindrücke zu schaffen von einer Geschichte, indem man alle anderen Methoden einsetzt und noch weitere Methoden einsetzt. Das sind echte Kampagnen, um Meinungen zu schaffen, nicht nur eine einzige falsche Geschichte zu verbreiten. Das sind Propagandakampagnen. Es sind zum Beispiel keine Fake News, dass ein Immigrant ein Verbrechen begangen hat. Ich bin Philosoph, natürlich unterscheide ich zwischen falsch und richtig. Natürlich gibt es Immigranten, die auch ein Verbrechen begehen, aber es ist trotzdem Propaganda, wenn ich sage, dieser blauäugige Mensch, dieser Deutsche hat ein furchtbares Verbrechen begangen. Sagt man nicht. Also es gibt wahre Elemente und die Fake News sind einfach eine Verzerrung. Wenn ich jetzt noch etwas ergänzen dürfte, dann wäre das Element der Perzeption, der Wahrnehmung. Ich denke, ich war vor 20, 25 Jahren zum ersten Mal in China und ich ging in einen kleinen Laden und kaufte eine Karte, eine Weltkarte, die hatte ich im Koffer, fuhr nach Hause, als ich zu Hause war und mit Freunden zusammensaß und ich habe gesagt, ja, China war toll.
Die sagten, hast du was mitgebracht? Ich sagte, ja, ich habe eine Weltkarte gekauft. Und die haben wir dann aufgemacht und alle haben gesagt, die ist doch total falsch, weil China liegt in der Mitte der Welt. Und alle meine Freunde, ich meine, ich habe gelernt, dass Europa die Mitte der Welt ist und viel größer ist. Und zum ersten Mal habe ich das bemerkt. Das war tatsächlich ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, es liegt an der Perzeption, an der Wahrnehmung dessen, wo ist das Zentrum der Welt, wie stark ist es. Das ist wichtig zu wissen. Sie haben gerade gesagt, die Internationalisierung der Kommunikation spielt eine Rolle und das ist eine Herausforderung für uns alle, weil innerhalb von Sekunden werde ich konfrontiert mit irgendjemandem, der die Welt komplett anders sieht. Zum Beispiel jemand, der denkt, er ist das Zentrum der Welt. Das denke ich doch auch für mich. Das klingt komisch, aber es ist gar nicht so lustig, weil es stellt all unsere Werte in Frage. Stellt alle unsere Auffassung von Normalität in Frage. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und das wollte ich noch ergänzen. Also das war auch ein Thema des Kolonialismus Panel, als wer das Zentrum ist. Gut, ich möchte noch mal weiter sagen, also letzten Monat, das wollte ich mal hier einbringen, letzten Monat gab es eine große Daten- und künstliche Intelligenz Firma, die also eine Umfrage gehalten hat in verschiedenen europäischen, das ist Alto Analytics, in Europa haben die das entsprechend durchgeführt, diese Umfrage, und die europäische, das waren Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen. Und was sie herausgefunden in der Umfrage Anfang des Jahres, und da ging es um den Inhalt online und in den Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und andere Plattformen. Und sie haben herausgefunden, dass 0,1% der Nutzer dieser Plattformen etwa 10% des Inhalts generieren. Das heißt also ein Verhältnis 1 zu 100. Und viele dieser Nutzer waren tatsächlich mit den ultrarechten Netzwerken verbunden. Also das ist schon ersichtlich, und nicht viele davon, nicht alle, waren automatisierte Bots, also keine Menschen mit anderen Worten. Und das kommt heraus, und wir sind nur ein paar Tage vor den EU-Wahlen. Und auf der Grundlage dessen, und natürlich können Sie da was sagen dazu, aber ich möchte nur noch, also wenn wir sagen Fake News, und Sie haben alle da schon gesagt, was Sie davon halten, aber da sprechen wir nicht, vielleicht nicht genug, was da die Zielsetzung ist. Das ist sehr wichtig, und das ist sehr wichtig in der Tat. Was ist die Quelle und was ist die Zielsetzung dieser Fake News? Und da sollten wir uns wirklich über die Missinformationskampagnen, und das sind also wirklich gut durchdachte Missinformationskampagnen, die unsere Gesellschaften und uns als Individuen treffen. Und sie verändern die Art und Weise, wie wir die Welt und die Leute um uns herum sehen. Und ich wollte Sie fragen, von Ihrer Forschungsarbeit, Ihrer Erfahrung, wie das Propaganda, oder wie würden Sie sagen, dass Propaganda unsere Gesellschaft beeinflussen? Also vielleicht in der Vergangenheit, wie es Gesellschaften heute und Individuen beeinflusst. Was sagen Sie, was ist da der Einfluss auf die Gesellschaften? Also allgemein gesprochen ist, was ganz interessant ist mit diesem Effekt ist, was das zeigt, ist, dass es wirklich in die Überzeugungen schon einarbeiten kann, sich die schon da sind. Und interessanterweise, die Debatte über die 20er und 30er Jahre hat angefangen mit dem Propaganda, und zwar die Wirksamkeit der Propaganda. Es war immer erfolgreich und wirksam. Also hypodermische Nadel, und das gibt es überall. Und dann in 20er und 30er Jahren wurde das haben die Propaganda-Wirkung entsprechend übertrieben. Aber man muss vorsichtig sein, dass wir nicht dasselbe tun. Und es war die Erfahrung, dass all diese verschiedenen Organisationen dann überall entstanden in der ganzen Welt, um da also eine Propaganda in eine Wissenschaft. Und also wenn wir die Propaganda verstehen, können wir uns da entsprechend dann mit einer Impfung wehren dagegen. Also ich habe
in New York dann entsprechend ein Institut für Propaganda 1937 studiert, Dokumente dieser Institution. Also um den Amerikanern zu helfen, dass Propaganda identifiziert sind. Sie haben eine Karte gehabt mit 7 Punkten der Propaganda, die könnte man herausziehen aus dem Portemonnaie und sagen, das ist diese Art Propaganda, wunderbar, ich kann diese Propaganda identifizieren. Und in 1942 sind die eingegangen. Warum sind die eingegangen? Dieses Institut für Propagandawissenschaft, aber Propaganda passt eben nicht in diese Schubladen und es verändert sich die ganze Zeit. Warten Sie auf mein neues Buch. So, und also das Wichtige hier ist nicht die universelle, den universellen Erfolg nehmen als Anfangspunkt. Ich habe ein Buch geschrieben über die Sowjetunion und den Einfluss der Sowjetunion auf Osteuropa nach dem Krieg. Und ich habe da gearbeitet in Ost-Berlin oder in Potsdam in den Archiven, was der Ostdeutsche Rundfunk war bis dahin. Und ich habe da also die Unterhaltung gelesen, also diese Leute, die diese Radiostation, das waren also 1947, 48, 49, die Leute, die diese Rundfunkstationen da unterhalten haben, also da haben sie schon diese stalinistische ostdeutsche Propaganda herausgegeben und viele dieser Unterhaltungen sind, warum ist unsere Propaganda, warum funktioniert unsere Propaganda nicht, warum glauben uns die Leute nicht und sie haben diese Unterhaltung und das ist in diesen Archiven zu finden und weil wir nicht hart genug arbeiten, wir müssen dann auch uns besser ausdrücken und dann sagt jemand, naja, vielleicht ist es auch, weil also der Fünfjahresplan nicht erfolgreich ist. Und dann sagen die, nein, das kann nicht der Grund sein. Also es muss ja etwas anders sein, vielleicht weil die Propaganda nicht gut genug ist. Und die kommunistischen Staaten hatten diese Idee, dass man also erfolgreich die Gesellschaft durch Bildung und Propaganda entsprechend umformen kann. Also wenn sie den Leuten die richtige Geschichte geben, könnte man die, das Gehirn verändern, aber das ist nicht erfolgreich gewesen, wie wir wissen. Also das sollte man dabei immer in Betracht ziehen. Ja, ein paar Punkte hier. Also ich bin Philosoph und arbeite zum Thema Propaganda und insofern beschäftige ich mich sehr eng damit und da gibt es polnische Tradition, Logik und Semantik gegen Propaganda einzusetzen und es ist schon richtig, dass die rhetorische Statements, also wirklich tatsächlich die Leute beeinflussen, also ein Beispiel von der Marketing-Literatur. Also wenn Sie fragen, wenn Sie also zwei Gruppen von Leuten nehmen und sie sagen Ihnen, also die Kontrollgruppe ist eine hypothetische Frage und sie sagen, also das ist eine hypothetische Frage, also wenn Sie erfahren würden, dass Schokoladenkuchen genauso gesund ist wie Salat, würden Sie mehr Schokoladenkuchen essen? Und alle sagen natürlich, nein. Und dann gehen Sie zu einem zweiten Raum und da gibt es Schokoladenkuchen und Salat und die Leute, die diese hypothetische Frage, also die Leute in der Kontrollgruppe, 25% nehmen dann die, den Schokoladenkuchen und die Leute mit der hypothetischen Frage hatten, also 44% haben die Schokoladenkuchen genommen. Und wenn Sie sagen, Sie sollen mal sehr tiefgründig darüber nachdenken, dann sind es 66%. Und die haben gesagt, nein, diese hypothetische Frage hat überhaupt keinen Einfluss auf ihre Wahl des Kuchens. Und wenn Sie sich George Bushes Kampagne in 2000 anschauen, und McCain hat in South Carolina geführt. Und wenn Sie herausfinden, dass John McCain ein illegitimes schwarzes Kind haben, würde es Sie entsprechend John McCain wählen lassen. Also Sie sehen, dass das einen Effekt hat. Und die wahre Propaganda, da braucht man schon existierende Ideologie. Und die Frage ist, man muss diese vorhandene Ideologie schon haben, sonst wird diese Propaganda nicht wirken. Und die Frage, die ich mir frage und viele, so wie wird die Propaganda und wie interagiert die Propaganda mit der existierenden Ideologie, um sie gegen die Vernunft zu verteidigen? Marcus, was also mit Wahlkämpfen in der Politik, was haben Sie gesehen als konkreten Einfluss auf die Menschen von Propaganda, Missinformation und so weiter? Also ich glaube, also sehr fundamental haben die Populisten das verstanden. Die haben soziale Medien viel besser verstanden als die andere Seite. Und also wie jeder andere habe ich ein paar Facebook-Freunde und ein paar hundert. Und
ich denke, diese Leute sind eher von der progressiven Seite. Und also sagen wir mal, heute Abend gehe ich auf Facebook und schaue mal nur an, was da passiert. Und ich bin sicher, und Sie sind auch sicher, dass 80% meiner Facebook-Freunde sagen, über die Populisten, was sich auslassen werden. Können Sie sich vorstellen, die haben diese Postings und ist das nicht schlimm und inhuman? Unmenschlich, sie verstehen nicht, dass sie dabei damit ihre Populisten, die Populisten unterstützen. Das verstehen sie nicht. Und wenn ich rede, lese, dass Donald Trump irrational agiert und alle beschuldigen ihn, und besonders in Europa sagen die, wie verrückt und dumm der ist und so weiter, was die Leute er ist irrational und er dient seinen Leuten. Und die Teilung der Gesellschaft natürlich eine Voraussetzung für populistischen Erfolg. Und was die toleranten oder die progressiven Leute sagen und nicht verstehen, ist, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und das ist meine Erfahrung, dass wir, und ich denke, wir sind die toleranten Leute, und wir werden immer also diesen Populisten eine Stimme verleihen. Und das ist ein Teil des Problems, meines Erachtens. Ich wollte sagen, dass es eine Studie und Studie und Studien gibt, und was also wirklich unten am das Fundament ausmacht, ist die Polarisierung. Und fast alle Missinformationskampagnen funktionieren besser, wenn es sehr polarisierte, misstrauische Menschen gibt. Und da sehen Sie in der Verschwörungstheorie, die funktionieren viel besser, wenn Sie so Leute haben, die also da sehr misstrauisch sind, also was die Institutionen anbelangt, und sie trauen nur Leuten, die in ihrer Zelle sind. Da kann man also Gerüchte viel einfacher verbreiten. Also wir haben Wörter, und Sie haben das angesprochen, Populisten, und jetzt haben Polarisierung und Stammestum. Ich mag diese Worte nicht. Ich möchte polarisiert werden in einer Gruppe, dass die Erde rund ist. Das ist eine wunderbare Gruppe, wo ich drin sein möchte. Ich möchte polarisiert werden in einer Gruppe, die an die Evolution glaubt. Also ich denke, also allgemeiner gesprochen, diese neutrale Terminologie wie Propaganda und Missinformation, ohne über den Zweck nachzudenken, ist eigentlich so, dass wir also uns als neutral darzustellen und so weiter. Aber es ist ziemlich klar, dass es da verschiedene Probleme gibt in der Welt. Und ein Problem ist also diese Art, diese venezolanische Kleptokratie, das ist ein Problem. Aber auch die globale Ultrarechte, und das ist, Herrn, Sie haben das beschrieben in Ihrer Arbeit, und ich beschreibe das in meiner Arbeit, und ich nenne es faschistische Politik. Und das ist Sie hatten ein Imperium, Sie haben die Rasse, und Frauen haben ihren Platz. Und wenn Sie Populisten sagen, und wenn Sie also Stammeskultur und Polarisierung benutzen, dann schauen wir uns nicht diese wahre Struktur an. Ich möchte sagen, dass es schon interessant ist, dass diese Debatte reflektiert die Debatte, die wir 1930er Jahre gehabt hätten. Die Idee, dass es irgendwie Propaganda dubios ist. Und das kommt heraus in diesen Debatten zwischen den Kriegen, was also die Propaganda des Ersten Weltkrieges anbelangt. Also die Diktaturen, die sich herausgebildet haben, und die Progressiven, Leute haben sich dann Gedanken gemacht, was machen wir denn? Also einerseits ist es so, macht die Propaganda, arbeitet nicht gegen die Demokratie. Also der zweite Minister der Information in Großbritannien während des Krieges, das war Sir John Reith, hat Propaganda abgestellt. Es ist als etwas Exotisches, und das war der Minister von Propaganda. Und das ist eine sehr kluge Propagandastrategie, weil es im Prinzip die eigenen Aktivitäten entsprechend legitimiert. Dann haben sie John Grayson, den Progressiven, gesagt, die demokratische Idee ist doch mächtig. Wir müssen wir müssen Feuer mit Feuer begegnen. Wir müssen unsere eigenen laute und dramatische Propaganda haben. Genau gleich. Und das haben wir genau das Gleiche hier. Also mit der polarisierenden Politik. Also eine Sache haben Sie vorher gesagt. Also in der Zwischenkriegsperiode war eine Übertreibung der Leute in der Demokratie. Leute in der Demokratie haben das
übertrieben. Und das ist ein interessanter Gedanke und ich möchte da konter intuitiv sein. Sind wir da? Also wir schauen uns wirklich ein echtes problematisches Problem an. Übertreiben wir es aber auch nicht, dieses Problem? Sind wir in der Gefahr, laufen wir Gefahr, dass wir das übertreiben? Und in den Medienorganisationen wissen wir, dass es also die Trump und Brexit Höhepunkt gab. Und wenn wir uns die Medienorganisation anschauen, haben wir da also auch Vorteil gezogen aus dieser Angst und Panik durch diese politischen Entwicklungen und der Verbreitung der Missinformation. Also mit anderen Worten, irgendwie, ich möchte nicht zynisch mich anhören, aber wir haben ein Interesse daran, dass die Leute verstehen, dass es solche Missinformationen gibt und wir möchten, aber machen wir das genau genug, um das Problem wirklich anzugehen? Also ich denke, es ist wichtig, das zu sehen als ein Teil etwas Größeren, dass es nicht nur um Russen, die da also Fake-Facebook-Seiten haben in den US-Wahlen, aber das ist eine Transformation und wie wir alle Informationen erhalten. Und das sind gute Dinge, auch schlechte Dinge hier zu nennen, aber wir müssen verstehen, dass es die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, verändern wird. Also haben über Algorithmen gesprochen und ich hoffe, da werden Sie noch mehr sagen, aber also einfach nur ganz kurz zu sagen, wir wissen zum Beispiel, dass wie Facebook funktioniert, ist, dass der Algorithmus so organisiert ist, dass sie so viel wie möglich Zeit mit Facebook verbringen und eine Art, wie sie das machen können, es wird sie mehr von dem entsprechend vorgibt, von dem, was sie denken, was sie sehen wollen, also emotionale und aufregende und sensationelle Informationen, was sie also schon erwarten sozusagen. Und das ist, was die Menschen wollen, ist, dass sie natürlich Gerüchte vertreiben und so weiter. Und das ist eingebaut in den Algorithmus. Und das ist nicht eine russische Desinformationskampagne, aber es ist eine Veränderung. So wie Leute sich über Politik informieren, über ihren Telefon, oder gehen sie durch die Nachrichten, über die Filmsternchen, die Politiker und so weiter und so fort. Und da gibt es also eine Transformation. Und ich denke, dass das wirklich ernsthaft ist und profund ist. Und wir müssen verstehen, was es bedeutet für die Politik. Und das ist ein zentrales Thema. Joe, erzählen Sie, warum das übertrieben wurde in den Zwischenkriegsperiode. Naja, diese ganze Debatte in 20 und 30 war, wie die Massen geformt werden können. Egal, was Sie gelesen haben in den 20er, 30er Jahren, fing es an von der Annahme, dass die Massen, also nicht die Eliten natürlich, nie die Eliten, aber dass die Massen im Prinzip formbar sind. Also das, was die Kommunisten auch dachten. Ja, also dass man sie formen konnten, wie sie das wollten, wenn sie nur die richtige Art der Kommunikation anwandten. Also da gab es ja die Sorge, dass mit dieser Explosion der Massenmedien in den 1920er Jahren die Massen vielleicht den Weg finden würden durch diese viele Informationen. Da brauchten sie also Eliten, die technokratische Elite, um das für sie zu interpretieren. Aber dass sie formbar sind in Massen, wurde nie in Frage gestellt, ob links oder rechts. Aber wenn man sich dann die Propaganda anschaut, wie funktioniert denn das nun wirklich? Es funktioniert im Dialog mit diesen Leuten und es funktioniert innerhalb der Auffassung. Es ist ganz wenig, was sie machen tun, um jemanden über Nacht also völlig umzudrehen. Also wenn man also innerhalb der vorhandenen Ideologie arbeiten, also Goebbels war da ganz gut, er hat gesehen, dass die Beziehung mit den Leuten, also er hat es beschrieben, als lebenden Kontakt hat er das beschrieben und das ist eine Art Dialog und das ist wirklich, warum ich sage, also das wird angepasst und geändert und da kann man das formen und so weiter und kristallisieren und verschärfen, aber umdrehen, nein. Die Frage der Propaganda ist die Frage, wie viel war da schon vorher dann Überzeugung und was ist Propaganda? Ich meine, wenn Trump
gewinnt aufgrund von rassistischen Äußerungen, dann war da schon vorher etwas da. Ich meine, das ist auch eine Erklärung der amerikanischen Wahl. Ich will hier nicht meinen geschätzten Kollegen Tim Snyder widersprechen, aber auch ohne Hilfe Russlands, hat Markus gesagt. War doch die Elite davon überzeugt, dass hier Korruption herrscht, Demagogie herrscht. Und da gibt es einmal den Fall, wo man sagt, okay, die Leute sehen hier ein faires Spiel. Das heißt, faires Spiel ist, einer lügt, da ist einer unehrlich und den schließt man aus. Und dann hat man noch ein anderes Spiel, wo man sagt, okay, wenn alle lügen bei so einem Spiel, ist es ganz fair, ganz schwer festzustellen, wer ist hier der Lügner, weil meistens, wer am besten lügt, der kommt das Beste raus bei dem Spiel als. Und dann hat man jemand, der die demokratischen Normen gebrochen hat und alle Sachen gesagt, die wirklich politisch unkorrekt waren, schockierend. Und die Leute haben gesagt, boah, der ist ja echt. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Dialog, weil ich denke, es stimmt tatsächlich, es gibt einen Dialog. Für mich stellt sich die Frage folgendermaßen. Jeder auf der Welt ist betroffen von der Globalisierung. Und wie soll ich es jetzt ausdrücken? Wir haben liberale Antworten darauf, was Globalisierung bedeutet. Und die erste liberale Antwort ist, Globalisierung ist gut für dich. Globalisierung heißt Wachstum, Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze heißen Reichtum für alle. Das ist eine Antwort. Und dann gab es eine zweite Antwort zum Thema Globalisierung. Diese Antwort lautet, Privatisierung ist besser, staatlich kontrollierte Wirtschaft ist schlecht. Der Staat ist nie ein guter Unternehmer. Und die Wahrheit ist, dass die Leute jetzt erleben, dass das alles nicht stimmt. In den USA sehen viele die Globalisierung nicht als Erfolg. All diese Liberalen, die gesagt haben, glaubt nur dran, die Globalisierung ist gut, die haben geglaubt an das Narrativ. Und ich vertrete die Global Solutions Initiative und wir denken tatsächlich, dass wir Populisten konfrontieren müssen mit einem neuen Narrativ. Und der Erfolg der Populisten ist, dass sie ein Narrativ haben. Sie sagen, Globalisierung ist schlecht. Wir bauen Grenzen, wir bauen Zäune und dann passt alles. Und dann können wir unsere alte Welt, schöne, heile Welt behalten. Das ist ein sehr mächtiges Narrativ, das weltweit funktioniert, ankommt bei den Menschen. Zurück zum Nationalismus sozusagen. Und die liberale Antwort, wo die sagen, nein, nein, die Globalisierung ist gut, das hat sich als falsch erwiesen. Und deswegen sagen wir bei uns in der Initiative, wir brauchen ein neues Narrativ, eine Verbindung zwischen Wirtschafts- und sozialen Prozessen. Man muss beides zusammendenken als fundamentalen Paradigmenwechsel, um über die Nationalismen, die Ismen überhaupt hinwegzukommen. Ich denke, es gibt natürlich auch viele Menschen, die leiden durch die Globalisierung. Und da haben wir auch in den USA schwarze Amerikaner, die am meisten getroffen werden durch die Finanzkrise. Trotzdem sind sie nicht in die Arme der Rechten gerannt. Ich sage nicht, dass es nur ein Spiel reich gegen arm ist. Das wäre ein bisschen zu vereinfacht. Aber es gibt ein Hauptnarrativ und das sagt, Globalisierung ist wahr. Und das ist nicht die Erfahrung vieler Menschen. Und genau deswegen habe ich gesagt, dass im Rust Belt in den USA viele Leute das Gefühl haben, nee, Globalisierung, die ist schlecht für uns. Das heißt, wir verlieren unsere Arbeitsplätze durch die Globalisierung. Und deswegen, wenn man die als die progressiven Liberalen nur sagen, nein, stimmt alles nicht, was ihr glaubt, Globalisierung ist gut, so kommt man da nicht an gegen die Populisten. Also wir haben eine Gesellschaft, wo die Menschen
Ungerechtigkeit empfinden. Das ist ein guter Nährboden für Propaganda. Ja, wir haben ja schon gesagt, die soziologischen Folgen des Weißseins in den USA. Es gibt ein Kapitel in einem Buch eines Kollegen über die armen Weißen. Aber weil man diese rassische Hierarchie gehabt hat, sind eben die armen Weißen in die Hände der Populisten gelaufen. In Großbritannien war es doch ähnlich. Man hat gedacht, irgendwo ist die EU einmarschiert, hat ein ehemaliges großes Imperium in Besitz genommen. Auch so ein Narrativ. Ich denke, innerhalb der nächsten Minute kommen wir zu den Lösungen, zu den schönen, positiven Dingen. Aber bevor wir das tun, will ich nur noch einmal fragen, wie denken Sie, wie schlimm sind die Dinge jetzt? Und da will ich Ihnen etwas vorlesen, ein Zitat von Hannah Arendt. Das ideale Subjekt des Totalitarismus ist nicht der überzeugte Nazi oder Kommunist, sondern diejenigen, die nicht unterscheiden können zwischen wahr und falsch. Ich will das nicht zu sehr dramatisieren, aber gehen wir auf eine Welt zu, wo viele Leute nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden zwischen wahr und falsch, Wahrheit und Fiktion. Was denken Sie aus Ihrer Forschung, aus Ihrer Erfahrung heraus, Markus? Glauben Sie, dass wir auf eine solche Welt zugehen? Ich würde sagen, ja. Sie würden sagen, wir sind schon drin in dieser Welt. Wir sind in einer Welt, wo das gesamte Gespräch um Meinungsfreiheit nicht mehr sinnvoll ist. Weil die Leute sind überwältigt von Informationen, zugeschüttet von Informationen. Jeder hat irgendwo so diesen Gedanke, dass da irgendwo einer in einem Raum sitzt und Artikel aus der Zeitung rausschneidet und das ist dann Zensur. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil davon. Wenn die russische Regierung zum Beispiel die Wahrnehmung beeinflussen will, dann überschwemmen sie die Nachrichten mit Millionen von falschen Anschuldigungen und Artikeln. Genau das ist passiert zum Beispiel, als das Malaysian Airline Flugzeug über der Ukraine abgeschossen wurde. Da gab es 300 verschiedene Versionen des Ereignisses, unzählige Erklärungen. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie sind. Die können nicht mehr entscheiden, was wahr ist und was nicht. Und das ist ein neues Problem. Dieses Gefühl, überhaupt nicht mehr sich orientieren zu können zwischen falsch und wahr. Markus, was denken Sie, sind wir in dieser Welt, wo der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge verschwindet? Ich bin nicht bekannt dafür, für Postmodernist, wo ich sage, alles ist gut, alles ist cool. Nein, ich denke, was wir wirklich tun müssen, ist, es ist wichtig, dass wir die Institutionen verteidigen. Alle müssen wir das tun. Ich meine, wie sollte ich alles wissen, was hier rings um mich geschieht? Ich brauche Institutionen, ganz besonders Medien, wo ich weiß, die Dinge werden geprüft und nochmal geprüft. Und ein zweites wichtiges Element ist, dass wir eine Bildung brauchen für eine globalisierte Welt. Und ich habe ja über Wahrnehmung, über Perzeptionen gesprochen. Da möchte ich sagen, wir sind alle konfrontiert mit unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin nicht Wissenschaftler, so wie Sie hier, aber ich weiß, dass 90% von allem nicht schwarz und weiß, sondern grau ist. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge und wir müssen lernen, das als real anzuerkennen. Wo auch immer ich gearbeitet habe, bin ich gereist. Ob man nun im Nahen Osten, in Washington, in Russland oder in China. Egal, worüber wir reden. Jeder hat eine andere Sichtweise. Und das ist nicht so, dass die anderen diese Sichtweise, eine falsche Sichtweise haben. Wir müssen das anerkennen lernen im 21. Jahrhundert. Ich bin Universitätsprofessor und es gibt einen Angriff auf die Universitäten.
Und dieser Angriff findet statt, wo man sagt, die Universitäten sagen, es gibt verschiedene Perspektiven, es gibt keine einzige Wahrheit. Es ist Postmodernismus, eines zur Geschichte. Eine Periode in der Geschichte wird von allen unterschiedlich bewertet, von den schwarzen Amerikanern auf eine Weise und von den Weißen wird sie anders bewertet. Die Frauen haben hier unterschiedliche Sichtweisen auf diese geschichtliche Periode. Das heißt, jedes Zeitalter wird anders bewertet. Das ist kein Postmodernismus, das ist eine Tatsache. Und wenn die Leute sagen, ja, diese Gender-Ideologie, diese Gender-Studien, die es überall gibt und diese Postcolonial Studies an den Universitäten, das ist postmodern. Nein, genau das Gegenteil. Das sind Disziplinen, die versuchen, ihnen die verschiedenen Sichtweisen, die unterschiedlichen Perspektiven nahe zu bringen. Wenn wir sagen, es gibt Unterschiede, unterschiedliche Geschichten. Bei Yale hat man Gugiwa Kiyongo eingeladen zu den Shakespeare-Lesungen und die haben dann so viele Angriffe gekriegt und so viel Shitstorm sozusagen. Das ist der Angriff auf die Wahrheit. Das beunruhigt mich tatsächlich aus der Sicht einer Historikerin. Der Angriff auf die Validität wissenschaftlicher Fakten und damit weiß, meine ich, die Fakten, die wir ermittelt haben auf Grundlage von Beweisen und wissenschaftlicher Forschung. Das ist das Gegenmittel eigentlich auf die Propaganda der 20er und 30er Jahre. Damals hatte man Fakten, konnte sich darauf berufen und diesen Unterschied müssen wir machen zwischen Fakt und Meinung. Und man muss da ganz klar die Überschrift für jedes Kapitel setzen. Was ist Fakt? Was ist Meinung? Wenn Sie Regierungsminister haben in Großbritannien, die sagen, die wissenschaftlichen Gutachten bedeuten nichts und wenn die Politiker unbequeme Nachrichten bezeichnen als falsche Nachrichten etc., als Fake News, genau da haben wir ein sehr gefährliches Feld. Und es ist hier sehr, sehr wichtig, dass wir noch einmal unterstreichen, wie wichtig es ist, Fachleute zu haben, Fachwissen zu haben, eben um in der Lage zu sein, gegen diese Propaganda-Fakten zu setzen. Diese rechten Parteien, die leugnen alle den Klimawandel, das ist ernst. Wo passiert das? Klimawandel ist ein Bereich, wo sie das leugnen und interessanterweise ist dann die Impfung noch so ein Feld, wo sie sich wehren. Und jetzt sehen wir die Konsequenzen solcher Aktivitäten. Da gibt es wirklich ehrliche und da gibt es ernsthafte Konsequenzen, die erwachsen aus dieser Leugnung von Klimawandel und Impfgegnerschaft. Jetzt wollen wir zu sprechen kommen auf die Lösung. Beim LSCU haben sie eine Initiative, die nennt sich ARENA und die geht gegen Desinformation vor. Was denken Sie heute? Was müssen wir tun oder was können wir überhaupt tun? Das ARENA-Projekt macht Analyse, macht aber auch Experimente zur Lösungsfindung. REATH haben Sie erwähnt. Der Gedanke, dass wir ein neues Informationssystem haben, heißt, dass wir sehen müssen, wie gehen wir damit um, sodass es für uns wichtig ist. Das ist natürlich kein neues Problem. Es ist ein Problem, das alle unsere Demokratien und zum Beispiel Großbritannien schon hatten, seit Radio und Fernsehen erfunden worden sind, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man sehr intensiv darüber nachgedacht, was machen wir mit diesen neuen Medien? Wie stellen wir sicher, dass diese Medien uns zusammenbringen als Nation, anstatt uns zu spalten? Und im Ergebnis dessen wurde die BBC geschaffen und die BBC hatte einen Grundgedanken, alle erreichen zu können. In Cornwall, in Schottland. Ich meine, man hat dann verschiedene Sprecher ausgewählt mit den jeweiligen nationalen Dialekten, damit man eine Nation aufbaut. Die Frage ist nur, was ist das moderne Äquivalent zu dieser Zeit? Schauen wir uns doch mal um in dieser neuen Zeit. Ich weiß, wir alle wollen Institutionen, aber ich denke nicht, dass wir zurückgehen auf das Modell, das wir früher hatten. Und das wird nie wieder der Fall sein, dass man sagt, okay, wir alle werden die New York Times lesen und sagen, das ist die Wahrheit. Das wird nicht passieren. Diese Ära ist vorbei. Ein für alle Mal. Was ist dann das neue Modell?
Und da stellt sich die Frage, wie denken wir über das Internet und ganz besonders über die sozialen Medien? Wie können wir die zu unserem Nutzen einsetzen? Sind das Algorithmen? Das sind ja Algorithmen, die teilweise irgendwo sensationell ausgerichtet sind. Und vielleicht brauchen wir Gegenmodelle, wo wir Algorithmen haben, die sich mit allgemeiner Information beschäftigen. In Amerika haben wir auch diese freie Welt. Vielleicht brauchen wir Regelwerke, um die Internetmedien etwas zu zähmen, Transparenz zu erhöhen, Anonymität einzuschränken, sodass man nicht einfach Social Bots einsetzen kann. Könnte man das machen, was die Esten gemacht haben? Sie haben ihnen einen Internetpass gegeben, den Leuten. Das heißt, jeder hat eine echte Identität online, sodass man sich frei entscheiden kann, einer Konversation beizutreten und mit echten Menschen zu reden, anstatt mit Bots oder Trollen. Also wir brauchen eine Regelung des Internets und vielleicht brauchen wir auch bestimmte Bereiche des Internets, die so sind wie öffentliche Versorgungsunternehmen. Wie muss das regeltechnisch gemacht werden? Brauchen wir da Regierungsstellen? Wie müssen wir das machen, wir alle in unseren Demokratien? Das wäre ein Gespräch, das man zunächst national führen muss. Und interessanterweise passiert es auch schon ein bisschen in Großbritannien und in Frankreich, leider in den USA noch gar nicht. Man könnte natürlich auch die EU als Rahmen betrachten, wo man diese breit gefasste Konversation führt. Ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen. Diese Zivilisierung, diese Regelung des Internets, wie stellen wir sicher, dass die neuen Technologien für die Demokratie arbeiten? Da wird daran gearbeitet. Es gibt wunderbare Artikel, die geschrieben wurden, Fachartikel, die geschrieben wurden. Also genau das ist das Gespräch, das wir in den nächsten Jahren brauchen. Joe, ist die BBC die Lösung gewesen, die wir vielleicht heute noch mal kopieren müssen? Nun, bei der BBC, da gab es viel Skepsis schon in den frühen Jahren 1939, 1940. Man hatte Angst, dass da Information zurückgehalten wird. Ich denke, die Lösung liegt in uns allen geborgen. Wir sind nämlich Teil des Problems und deswegen sind wir auch Teil der Antwort. Erstens, denke ich, müssen wir ganz klar verstehen, was wir zu verlieren haben. Das war nämlich die Stärke der Propaganda im Zweiten Weltkrieg. Man wusste ganz klar, was haben wir zu verlieren. Wenn wir so weitermachen, welche demokratischen Freiheiten gehen uns verloren? Dann die Überwachung, die polizeiliche Kontrolle. Nun, da habe ich ein bisschen Arbeit gemacht zum Thema des Zweiten Weltkrieges. Während der Zeit, als Nazi-Propaganda über Radio nach Großbritannien kam, hat die Regierung gesagt, das müssen wir unterbinden. Wir müssen die Civil Defense Regulations durchsetzen und wir werden jeden vor Gericht stellen, wer Nachrichten, falsche Nachrichten, wer Gerüchte verbreitet. Da gab es einen riesen Aufschrei. Alle haben gesagt, das ist gegen die Meinungsfreiheit. Das heißt, was in diesem Szenario dann wirklich gut war, soziale Sanktionen, wo alle Menschen ringsherum bestimmte Aktivitäten nicht akzeptiert haben. Da gab es eine interessante Studie von Lockwood Universität über die sozialen Medien und da wird gesagt, wie wichtig es ist und wie mächtig es ist, wenn die Gesellschaft sich selber gegen solche Dinge stellt. Wir leben in einer Echokammer, wir müssen unsere kognitiven Vorurteile in Frage stellen und wir müssen sicherstellen, dass wir diese Echokammern auch mal verlassen. Das heißt, die Selbstüberwachung, das Nachdenken über sich selbst ist wichtig. Wir brauchen auch Ausbildung in der Schule, wie man kritisch darüber nachdenkt, in diesem digitalen Zeitalter zu leben. Also was Sie sagen, diese soziale Überwachung oder das ist also Benennung in der Öffentlichkeit hier. Also dass man herausschreit. Also was passiert? So, also das ist eine der Schwierigkeiten, aber man muss das öffentlich machen. Also wir müssen uns gegen diese Informationen stellen mit Fakten und das ist, warum Expertise wichtig ist. Vielleicht haben wir uns da weiter bewegt. Also ich denke, wir werden nicht zurück in die 40er Jahre gehen, das nicht.
Aber wir haben immer noch die Macht der Forschung und Information und das müssen wir auch nutzen. Also, ich glaube, Joe hat da vorgeschlagen, und da bin ich völlig richtig, also politische Korrektheit als Lösung. Also politische Korrektheit wird da auch attackiert. Also man sollte Immigranten keine Schlangen nennen und man sollte das und das nicht sagen. Und sie können das vielleicht nicht legal machen, aber mit sozialen Sanktionen. Aber da gab es ein Interview mit Orban und Orban hat gesagt, also Liberalismus ist politische Korrektheit, das, was Liberalismus ist. Und da hat er natürlich nicht, ist er nicht, das ist gleichberechtigter Respekt für alle. Und das ist richtig. Und liberale Normen werden angegriffen und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Wir müssen die liberalen Normen verstärken. Und wie können wir das tun? Also es gibt Propaganda und dann gibt es, was Joe entsprechenden Überzeugungen nennt. Und wie kann man also die fundamentalen Überzeugungen entsprechend angreifen, die sodass diese ultrarechten Bewegungen Einfluss haben können. Also es gibt verschiedene Vorschläge. Wir haben also, wenn Sie Arendt anschauen und Du Bois, das sind zwei verschiedene Situationen. Sie sprechen über die Wichtigkeit über die Gewerkschaften, also auch taktische Politik, die die Leute zusammenbringen und die Leute wegbringt von diesen falschen Identitäten, also zum Beispiel also falsche nationale Identität oder Rassen- oder Gender-Identitäten und Bildung, also wenn ich darüber nachdenke. Also über ein Bildungssystem und das lehrt Leute über die Geschichte, also wie Deutschland Erinnerungskultur hat, das ist etwas, was das hasst, muss also ein zentraler Punkt sein. Das ist ein Klischee, aber trotzdem, Joe hat das im Prinzip immer unterstrichen, dass Propaganda kein Zauber ist. Ist die Ideologie, die darunter liegt und das müssen wir uns entsprechend vornehmen. Ich möchte nur sagen, im September letzten Jahres gab es die EU und hat da ein Code herausgegeben, ein Dokument, eine Politik herausgegeben zur Missinformation. Also Facebook, Google, Twitter haben dieses Dokument unterschrieben. Also im Prinzip ist es so, dass was es heißt, ist, dass die also Richtlinien akzeptieren, wo sie also automatisierte Trolle und nicht autorisierte Konten sperren und so weiter. Das ist immer noch ganz früh. Das ist vor 9 Monaten gewesen. Also wir sind immer noch ganz früh darüber nachzudenken, wie als die EU als Einheit im Prinzip das regulieren kann. Und Markus, Sie haben doch gearbeitet, ich möchte das nochmal erwähnen, Sie haben an einer Charta, einer europäischen Charta gearbeitet, der fundamentalen Rechte in der digitalen Zeit. Können Sie uns darüber etwas sagen? Ja, ich vielen Dank, dass Sie diese Frage gestellt haben und ich bin da völlig einverstanden mit Joe. Wir müssen also mit dem Mittelmann anfangen, aber als Rechtsanwalt ist es so, dass mein Bauchgefühl und meine Erfahrung ist, dass Regeln die Gesellschaft etablieren. Und wir haben eine globale Gesellschaft, also braucht man auch globale Regeln. Und natürlich können wir also viele, viele Dinge diskutieren und konkrete Vorschläge, regionale, lokale und nationale Ebenen und persönlichen Ebenen, alles, was da geschehen muss auf diesen verschiedenen Ebenen. Und da haben Sie auch alle recht. Und aber Sie haben recht, weil ich denke, wir brauchen einen Diskurs darüber, was richtig und was falsch ist. Und eine Charta ist wichtig. Also nicht um konkrete Regularien zu haben und Gesetze, das ist auch wichtig, aber es ist noch wichtiger, also etwas zu lernen darüber, was heutzutage wichtig ist, weil wir also künstliche Intelligenz haben. Wir haben Algorithmen, die Dinge über mein Leben entscheiden. Das ist neu, das ist disruptiv und da müssen wir uns auseinandersetzen mit der Beziehung zwischen Freiheit und Sicherheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Also das sind die Werte, die wir haben, das sind immer noch Werte, aber in einer völlig anderen Welt. Also insofern ist es unsere Gruppe, die wurde durch die Zeitstiftung eingerichtet in Deutschland und wir haben das diskutiert. Wir haben gesagt, was sind die Regeln, die notwendig sind in diesem digitalen Zeitalter? Und wiederum
ist es nicht völlig neu, und, aber es ist die Perspektive, dass wir also diesen Diskurs haben müssen, also lokale, persönlich und nationalen Ebene und auch auf einer globalen und europäischen Ebene. Und die Gruppe hat das Dokument vorbereitet, und das wurde 2017 publiziert, und ich muss zugeben, es war bis jetzt nicht so sehr erfolgreich, aber das macht ja nichts. Das ist der Anfangspunkt, und ich weiß, in den USA und anderswo arbeiten Gruppen auch daran, und ich hoffe, dass so ich hoffe, dass die Global Solutions Initiative und die Vereinten Nationen und alle, also andere internationale Akteure, sich darauf fokussieren. Also Sie haben über die Lösung gefragt. Und ich denke, das ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir solch ein Dokument der Regeln haben. Und ich, da gibt es natürlich auch die Charta der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist immer noch ein sehr fundamentales Dokument und hat einen riesen Einfluss auf nationale Gesetzgebung, auf lokale Regularien. Und ich denke, wir brauchen so ein Dokument und einen solchen Diskurs auf der globalen Ebene. Da möchte ich noch mal ein bisschen zurückschieben. Natürlich ist das ein globales Phänomen, aber Sie werden das nicht, ich denke, da werden Sie nicht viel Multilateralismus finden. Also es gibt da Großmächte draußen, also China, Russland, und die haben überhaupt gar kein Interesse daran, ein globales Regelwerk, eine Charta zu produzieren, um Missinformationen zu bekämpfen und die liberalen Demokratien zu verteidigen. Ja, ich denke eher ja, also so, ich würde da sogar noch weitergehen. Ich denke, die Chinesen haben darüber schon nachgedacht. Sie sind immer 10 Jahre vor uns her. Und sie sind dabei, ihr eigenes Internet zu schaffen, die ihnen und ihren Zielen dient. Also da möchte ich nicht in die Details gehen. Also manche haben das schon gelesen in diesem System des sozialen Punkte. Also mit anderen Worten, sie benutzen das Internet und sie benutzen diese Art der sozialen Medien in China, um deren Staatssystem zu unterstützen. Und die Frage sollte doch lauten, was ist unsere Alternative dazu? Können wir da etwas alternativ dagegen setzen, Demokratie zu bauen und die offenen Gesellschaft unterstützen? Und vielleicht fangen wir in Europa und USA an, und vielleicht kann man dann weitergehen mit solchen Regeln. Aber ich glaube nicht. Also vielleicht kann man diese Unterhaltung auf einer europäischen, vielleicht auf der transatlantischen Ebene haben. Also vielleicht mit einem anderen US-Präsidenten. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass die UN der Ort sein wird, wo wir solche Charta diskutieren, weil die Chinesen das schon abgehakt haben. Und Joe, wollten Sie was sagen? Ja, ich möchte noch über die menschliche Erfahrung was sprechen. Wir haben nicht gefragt, warum Leute sich um Fake News kümmern. Und ein Trend, den Sie sehen, in kontrollierten Umgebungen. Also das ist dieser Wunsch, die Informationen zu bekommen, und zwar Informationen, die den eigenen Verdacht unterstützen. Also die Leute werden alles in Bewegung setzen, um herauszufinden, und was ihnen und ihre Auffassung unterstützt. Und da sind die Algorithmen gut. Also Leute bewegen sich da auch, um die Informationen zu bekommen. Und dann ist die Frage, warum versuchen die Leute, diese Art Nachrichten zu finden? Also dieser Trend wird dann sich verstärken in der Krise, wenn die Leute Ängste haben, und sie müssen also irgendwie Sinn hereinbringen in diese Welt um sie herum. Und etwas, was wirklich in einen Narrativ passt, wo sie also ihre eigene Position sehen und verstärkt sehen. Und also man muss sagen, warum machen die Leute das, und da müsste man an die Wurzel gehen. Es könnte auch die menschliche Natur sein, ja. Das könnte auch so sein, ja, das ist das Thema, ne? Also ich werde jetzt, also wollten Sie da noch was sagen? Also wenn wir hoffnungsvoll sein sollten, ich glaube, ist es die Ideologien, die die Leute im Wissen haben, und ich denke, die unterliegenden Ideologien, also Stephen Miller haben gesagt, Nationalismus ist viel älter als Liberalismus, und das ist einfach nicht wahr. Also da können wir schon was tun. Und da gibt es auch noch eine Art, wie man darüber nachdenken kann, und das ist der andere Punkt. Mit diesem Punkt ist
dass wir nicht mit, das können wir nicht lösen mit einem Schritt und nicht nur die Bildung oder die Regulierung oder Vereinten Nationen oder was immer. Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wichtig ist. Und ein gutes, eine gute Metapher ist, als das Auto erfunden wurde. Das Auto wurde erfunden und die Leute sind rumgefahren und haben dann auch Pferde angefahren und so weiter. Und zuerst gab es keine Regeln mit dem Auto und da haben sie gesagt, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen doch Regeln haben. Wir müssen also auf den Straßen, also Linien entsprechend malen. Da gab es auch Ampeln und dann brauchen wir auch Fahrerlaubnisse und so weiter. Und können wir das nicht neu überdenken, dass die Autos sicherer sind? Wie heißt das? Also Airbags haben sie dann entwickelt und ich habe gerade über das polnische Wort nachgedacht. Was ist das polnische Wort? Nee, das ist egal. Die Leute haben Airbags gebaut. Also was der Punkt ist, und das Auto wurde entwickelt und die Gesellschaft hat sich entwickelt. Und da haben wir also eine Art gefunden, da also Regularien einzuführen und dass weniger Leute gestorben sind in Verkehrsunfällen und so weiter und so fort. Also ich denke, Internet und soziale Medien werden so sein. Also mit anderen Worten, sie werden sich weiterentwickeln und da werden wir also verschiedene Art und Weise finden, sie zu regulieren. Wenn wir also hier auch mutig genug sind, dieses Problem im Prinzip auch anzugehen und dass es für uns auch funktioniert und nicht nur etwas ist, was geschieht und wir müssen uns daran gewöhnen. Nein, es ist etwas, was vom Menschen gemacht ist und wir können das kontrollieren. Also ich möchte eine Mini-Umfrage machen in dem Saal. Also das das ist ein besonderes Publikum natürlich und danach machen wir Fragen. Also vielleicht können Sie mal die Hand heben, wenn Sie Angst haben, dass Demokratie in Ihrem Land oder wo Sie wohnen, im Prinzip bedroht wird, ernsthaft bedroht wird, als Resultat der Missinformation und Manipulation online. Können Sie die Hand heben, wenn Sie denken, dass Demokratie in Ihrem Land, wo Sie leben, im Prinzip bedroht wird, ernsthaft bedroht wird. Also. Ernsthaft bedroht wird. Auch im Podium, ja. Ich bin jetzt neutral mal. Also das sind eine ganze Menge von Leuten und vielleicht können Sie noch mal die Hand heben, wenn Sie denken, dass Sie noch nie persönlich jemals das Opfer waren von Missinformationen. Also keiner. Keiner denkt das. Gut, vielleicht können Sie noch mal die Hand heben, wenn Sie glauben, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren in Europa, wir sind ja in Europa, und wir haben bald die Wahlen, also in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir Lösungen finden, um dieses Problem anzugehen. Wir werden auf der richtigen Straße sein, um eine Lösung zu finden. Also eine Hand da und ein paar mehr. Gut, also es gibt da doch eine bestimmte Portion Optimismus. Also vielleicht, ja. Also jetzt nehmen wir die Fragen aus dem Publikum. Also 5 oder 6 Fragen. Also wir sind da schon spät dran. Also die Frage ist, ich habe nicht wirklich eine Frage. Das funktioniert. Vielleicht können Sie doch mal sagen, wer Sie sind. Also eine keine Frage, aber eine Anmerkung zu der Frage, weil Sie gefragt haben, also wir sollten die Hände heben, wenn wir denken, dass die eigenen Länder unter Bedrohung sind, also Fake News oder was immer. Nein. Ich bin im Vereinigten Königreich, also von der Ultrarechten, ja, das würde ich nochmal machen. Okay, also wir wollen Missinformation besprechen. Also das verstehe ich, was Sie gesagt haben. Der Herr hier, Jonas Ahnefeld, politischer Berater bei der SPD im Parlament. Und ich frage mich, warum wir über die Verteidigung der offenen Gesellschaft entsprechend zu sagen, wer es auch noch andere Herangehensweisen bei Karl Popper, also die entsprechend, falls die Fälschung, und zwar die entsprechend entwickelte Fälschung, also in seinem Denken sind das 2 Dinge, die da im Prinzip verbunden sind. Missinformation und Fälschung. Gut, hier und dann vorne. Also vielen Dank, Solvik Richter von der Willy Brandt Schule von Public Policy in Erfurt. Also vielen Dank für die Gedanken und das war perfekt, mich da also darüber nachzudenken, über diese Beziehung. Aber ich möchte doch noch kritisch 2 Punkte anmerken und das ist eine Sache,
also der Verbindung zwischen Populismus und der rechten Bewegung und Technologie und Digitalisierung. Und da möchte ich meine persönliche Erfahrung sagen von meinem Mikrokosmos, wo ich lebe. Ich lebe in Dresden und zwar Pegida ist da sehr stark. Und dort Leute, die zu Pegida gegangen sind, sind nicht die mit Facebook-Profil oder die auf Facebook sind. Die bei Pegida waren, bei der Demonstration, waren diejenigen, die haben die normalen Medien konsumiert und sie sind auf die Straße gegangen und haben sich denen zugewandt, die auf der Straße sind. Also die Leute, die bei Facebook waren, die waren auf der liberalen Seite und die sind Demonstration gegen Pegida waren. Also vielleicht können Sie darüber mal sprechen, dass es nicht unbedingt die Leute, also Populisten sind und für die Populisten sie stimmen, die benutzen nicht alle diese Technologie unbedingt. Sie sind vielleicht auch kritisch eingestellt, was die Technologie anbelangt. Und die zweite ist also die Digitalisierung und digitale Technologie als eine Bedrohung der Demokratie. Also als Bedrohung. Ich unterrichte an der Schule, 80% kommen aus der Welt. Also die kommen aus der ganzen Welt. Und für die ist die neue Technologie und das Internet und der freie Zugang zum Internet ist eigentlich eine Art und Weise der Befreiung, der Freiheit, um Informationen zugänglich zu machen und Informationen zu kontrollieren und diese Welt, die digitale Welt zu kontrollieren, das, was wir als westliche Welt sehen, wo wir also diese Dinge regulieren wollen. Für sie ist es Zugang zu einem Markt von Wissen und Informationen und die würden sonst nie Zugang dazu haben, wenn wir das kontrollieren würden. Also das ist die positive Seite der technologischen Revolution. Sevi, wollten Sie da eine Frage stellen und andere Leute hier? Wir machen mal vielleicht eine kurze Frage. Ja, Sevi Kaufmann, Journalistin von Le Monde und das ist natürlich ein bisschen was zu der früheren Frage. Aber wie bewerten Sie die transatlantische Lücke zu der Regulierung? Also die Metapher von dem Auto, da sagen wir ja, na klar, wir wissen, wofür das Auto da ist und die Gefahren, des, also wenn man zu schnell fährt und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz unterschiedlich, wenn man den Meinungsfreiheit anschaut und in Amerika, wissen Sie, ist das noch anders. Es gibt die First Amendment und so weiter und so fort. Also da haben wir also viel positivere Einstellung zur Regulierung dieser Angelegenheit in Europa. Und vielleicht haben wir da einen Konsens in 3 oder 4 Jahren in der EU. Aber würden Sie da zustimmen, dass wir immer noch eine große Lücke hätten zur USA. Also wenn Sie sich mal anschauen, wie als wir versucht haben, also das Recht auf Vergessen regulieren wollten, wie schwierig war da die Diskussion mit den USA, wie groß ist dieses Hindernis? Also ein paar mehr Fragen, ganz kurz, wenn möglich. Das Mikrofon da drüben. Marian Kremers von der Demokratischen Gesellschaft, also ich bin der Teufelsadvokat, also ich habe in sozialen Medien gearbeitet vorher und da gibt es viel da, was wirklich negativ ist und einen schlechten Einfluss auf die Demokratie hat. Ich möchte schon sagen, dass das nicht entsprechend eingerichtet wird, demokratischen Freiraum oder demokratische Institution. Die haben nie ein Mandat bekommen von den Bürgern oder von der Regierung, da eine Rolle in der Demokratie zu spielen und wenn man also das Vergnügen hatte, also Cambridge Analytica in einem Raum zu sehen und die Methoden, die sie eingesetzt haben, waren nicht legal. Und also was ich denke, was man wirklich hier nicht vergessen darf, und jemand hat gesagt, dass die Eliten sich entsprechend legitimieren wollen mit dem Irakkrieg und auch mit einer Flüchtlingskrise. Und ich denke, man muss mehr Anerkennung haben der Ängste der Bürger und der Wähler. Und da muss man mehr überlegen, wie man also herausfinden kann, was diese Ängste sind, was das Narrativ ist,
welche Sprache eingesetzt wird und herauszufinden, was wirklich absolut gerechtfertigt ist und was die zentristische Links- und Rechts- und so weiter Visionen da als Alternativen. Also wir fragen die Wähler, also, und wir geben aber überhaupt keine Antwort darauf. Yes, please go ahead. Hello, yeah. Hello. Does it work? Yeah. Okay. So, Georgi Kasian. Georgi Kasianov aus der Ukraine. Georgi Kasianov, Historiker aus der Ukraine. Ich habe eine Frage an alle Referenten. Glauben Sie, dass Sie auch Produkte der Propaganda sind? Und die zweite Frage: Sie glauben, dass die Propaganda, die Fake News, die Manipulation schlecht sind. Sie haben gesagt, wir sollten auf der Ebene der Länder agieren. Ich habe Dialog gehört, ich habe Dekonstruktion gehört. Aber in diesem Falle haben wir es dann vielleicht zu tun mit einer Antipropaganda. Was wäre der Unterschied dann? Letzte Fragen von diesen Seiten und bitte kurz fassen. Wir haben noch 10 Minuten. Eine Frage möchte ich Sie ansprechen. Die Gated Communities in unserer Medienrezeption. Ich meine, Leute, die ans Gleiche glauben, die bilden diese Gated Community, diese eingeschlossene, isolierte Gemeinschaft. Sie gucken die gleichen Fernsehkanäle, lesen die gleichen Nachrichten und halten alle für verrückt, die was anderes denken. Früher war das etwas einfacher, weil die meisten Zeitungen hatten unterschiedliche politische Richtungen, aber sie haben sich geeinigt auf die 3 oder 4 Hauptthemen des Tages. Und das waren dann die 3 oder 4 Pro- und Kontra-Argumente, die wir hatten in den unterschiedlichen Medien. Heute sind diese Echokammern da. Man hört immer dasselbe, liest immer dasselbe. Ist man interessiert an Katzen, kriegt man ständig Katzennachrichten oder Bilder. Wie vermeiden wir es, einfach nur uns im eigenen Kreis zu drehen, in unserer eigenen großen Blase zu bleiben? Danke. Ich komme aus Budapest. Wir haben ein Interview gelesen mit Herrn Berenbaum, ein wichtiger Politikberater, Partner von Herrn Finkelstein, der vor ein paar Jahren verstarb. Und er war ganz offen in diesem Interview und hat gesagt, wie die Propaganda funktioniert. Und diese beiden Herren haben hier unterschiedliche Klienten gehabt. Die Demokraten in den USA definieren sich als Demokraten. Okay, das ist wichtig. Aber das scheint nicht nur etwas Politisches zu sein, diese Propaganda, sondern auch ein Geschäftsmodell, weil das kann man verkaufen. Ganz besonders in Ungarn hat man gesagt, okay, der Herr Soros sollte an den Pranger gestellt werden. Das ist also eine Frage, was machen wir mit diesem Geschäftsmodell? Und dann haben Sie etwas gesagt über politische Korrektheit. Vor ein paar Jahren gab es in Deutschland einen interessanten Fall. 2015 hat man in den öffentlichen Medien berichtet und hat ein Journalist versucht, politisch korrekt zu bleiben. Das ging allerdings schief, denn das ist die Frage, müssen wir politisch korrekt bleiben? Jay Roos hat auch geschrieben über die politische Korrektheit in den deutschen Medien. Da gibt es einen interessanten Artikel. Also, wir haben viele Fragen, interessante Fragen. Und ich würde Sie bitten, eine Frage rauszugreifen, die Ihnen besonders am Herzen liegt. Und dann fangen wir einfach mal hier drüben an. Ich denke, zunächst einmal muss ich etwas sagen zur Frage der Regelung und dieses Thema der Demokratisierung des Wissens und die Macht des Internets und die Möglichkeit des digitalen Zeitalters, Wissen zu demokratisieren. Das ist aber so schwer hinzukriegen, weil man muss natürlich sehen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, wenn man regelt. Weil wenn man anfängt, einzuschränken, einzugrenzen, ein Informationsfeld einzugrenzen, das kennen wir aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, die Leute
haben Vorbehalte und sagen sich, welche Information wird uns vorenthalten, wenn hier was eingeschränkt geregelt wird. Also Vorsicht bei dieser Frage ist wirklich wichtig. Noch ein zweiter Punkt, nämlich die Frage der Werte und was uns die Fake News sagen können. Ich mache ein Projekt mit, das sich beschäftigt mit Gerüchten, und das ist sehr interessant. Das hat die Arbeit meines ganzen Lebens in Frage gestellt. Ich habe mich immer beschäftigt mit öffentlicher Meinung, und ich habe festgestellt, ich habe immer auf die falschen Quellen geguckt. Vielleicht ist es wichtig, auch die Frage der Gerüchte, die ganz besonders wichtig ist. Und wenn man sich die Gerüchte anschaut, die im Zweiten Weltkrieg verbreitet wurden, die sagen sehr viel aus über die Mentalität der Menschen. Das ist eine sehr interessante Frage. Was zeigen Fake News über die Glaubenssysteme, über die Werte und Überzeugungssysteme, die unsere Gesellschaft hat? Es war eine transatlantische Frage über USA und Europa. Ich denke, in den USA ist das Haupthindernis für vernünftige Konversation zur Regelung nicht unbedingt die Tradition der Meinungsfreiheit in den USA, sondern der Einfluss der sozialen Medienunternehmen. Die sind sehr mächtig in Washington und werden immer mächtiger. Und da in Europa man das Ganze als amerikanisch und damit fremd ansieht, ist es leichter, darüber nachzudenken, soziale Medien zu regulieren hier in Europa. Das ist ein großes Hindernis. Und ich denke, dass die USA und Europa hier unterschiedliche Wege gehen werden, zumindest für eine gewisse Zeit. Dann wurde auch ein bisschen was gesagt über Zensur. Und wenn ich Regelungen meine, dann meine ich nicht Zensur. Die einzige Gruppe, die wirklich zensiert, ist Facebook, die Material löscht. Aber mir geht es ja tiefer darum, wie wird Information verbreitet und wird das Ganze positiver gestaltet. Es gab auch einen Kommentar dazu, ob wirklich nur die Rechte die sozialen Medien so intensiv nutzen. Statistisch gesehen sind in Europa die Rechten tatsächlich am aktivsten dabei, soziale Medien zu nutzen und dort Dinge zu verbreiten. Und 85% und 20%, also der Anteil der Rechten ist wirklich unheimlich hoch. Das heißt aber nicht, dass alle Ordner in den sozialen Medien nur rechtsbesetzt sind. Gibt es zum Beispiel in Deutschland Twitter als wichtiges Medium für die Rechten, aber in Deutschland nutzt nicht jeder Twitter. Also unterschiedliche Gewichtungen. Und die extreme Rechte und die extreme Linke und im Allgemeinen die Leute auf beiden Seiten des Spektrums, auf der extremen Seite sozusagen, sind mehr aktiv in den sozialen Medien. Es gab auch noch Fragen zu Konternarrativen, Gegennarrativen. Und da stimme ich Ihnen zu, in meinen Metapher, die ich vorhin genannt habe, das Auto. Da gibt es einen Teil der Lösung, das zu tun hat mit der Findung besserer Kommunikationswege, dass man eher so miteinander redet, dass wir eher aneinander rücken können. Meine Angst ist nicht, dass wir Fake News haben, sondern dass wir uns immer mehr zersplittern in kleine Gemeinschaften, die sie gar nicht mehr miteinander reden. Das haben wir in manchen Ländern, schon in Polen. Die Leute reden nicht mehr miteinander über ihre Gruppe hinaus. Auch in den USA ist das bis zu einem gewissen Maße schon so. Wie hat man Demokratie, wenn die Leute sich nicht darauf verständigen können, welche Themen wichtig sind? Will man mit den Menschen reden? Brauchen wir vielleicht neue Formen sozialer Medien, eine neue Art von Journalismus, andere Formen, Menschen zusammenzubringen? Das ist ganz wichtig. Und dann gab es noch eine Frage zu den Narrativen und dass man Möglichkeiten finden muss, mit den Menschen zu reden und dabei die neuen Technologien einzusetzen, um die wichtigen Lebensfragen zu diskutieren. Das wäre eine ganze neue Wissenschaft, die sich hier vielleicht entwickeln wird und muss. Ich will noch einmal die Frage wiederholen. Und ich denke, die Propagandastudien müssen sich beschäftigen mit dem, welche Überzeugungen sind von Anfang an da. Propaganda funktioniert nie, ohne dass schon Strukturen darunter liegend da waren, Überzeugungen da waren. Was die Regelungsfrage betrifft, Harris hat vor kurzem gesagt, wir sollten Facebook zu einem kommunalen oder gesamtgesellschaftlichen Unternehmen machen. Ich meine, vielleicht
nicht? Warum nicht eigentlich? Und dann gibt es natürlich auch immer wieder den Wunsch, alles neutral zu machen. Wir brauchen natürlich gemeinsame Themen, aber das heißt noch nicht, dass wir alle fragmentiert sind. Die Wahrheit muss uns leiten und Demokratie begründet sich auf Wahrheit. Und ich denke, ich brauche in meinen Feeds nicht mehr Unwahrheit, sondern mehr Wahrheit. Und das ist nicht eine Frage der Echokammern, der Wahrheit als solche und Wahrheit dazu, was wirklich politisch wichtig ist. Drei kurze Bemerkungen zu den Echokammern noch. Das Phänomen der Echokammern ist richtig und falsch. Weil einerseits, na klar, haben wir diese Echokammern, in denen die Leute gefangen sind. Das haben Sie wunderbar beschrieben. Aber andererseits haben wir auch diskutiert, dass wir alle konfrontiert sind mit Wahrnehmung, mit Denkmustern aus der ganzen Welt. Und in den 70ern, als ich noch Kind war, hatte ich keine Vorstellung davon, was die Leute in Indien oder Großbritannien diskutieren oder in China. Heute weiß ich das. Also Echokammern und isolierte Gruppen, das ist etwas, das es gibt. Es ist richtig, aber es ist gleichzeitig auch falsch. Zu den Medien. Ich arbeite viel mit Medien und ich sehe immer ein Phänomen, nämlich, dass die Journalisten anfangen, darüber nachzudenken, etwas langsamer zu berichten. Und ich denke, Entschleunigung, Verlangsamung ist eine Lösung. Alles läuft viel zu schnell. Und die Journalisten müssen sich auch selbst mal korrigieren, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Es ist auch wichtig, dass ein Journalist sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das war kein Fake News, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Wir haben da unseren Job nicht gut gemacht, das muss man auch mal zugeben. Sowas hatten wir ja in Deutschland mal mit dem Spiegel, wo ein Journalist über Jahre hinweg falsche Dinge veröffentlicht hat. Aber sie haben das dann auch öffentlich zugegeben. Dieses öffentliche Zugeben ist wichtig. Mein letzter Punkt. Neue Technologien und Pessimismus hinsichtlich neuer Technologien, das ist falsch. Wir brauchen Optimismus und wir haben auch Grund für Optimismus hinsichtlich unserer neuen Technologien. Wenn man ständig nur Angst hat, schlechte Laune hat, ist das die psychologische Vorbedingung für den Populismus. Und es ist auch die Vorbedingung für den Erfolg von Fake News. Das heißt, wir können und sollen optimistisch sein. Gründe gibt es. Denken Sie an Friday for Future, all die Chancen, die es gibt. Denken Sie an den arabischen Frühling, wo man gesehen hat, dass neue Technologie auch dabei hilft, Revolutionen zu machen. Also Optimismus wird gebraucht, aber wir brauchen auch eine Regelung dieser neuen Welt. Und das heißt nicht, dass ich hier pessimistisch sein will, sondern wir brauchen einfach ein paar Regeln für diese wunderbare neue Welt und dann läuft's schon. Ich denke, eine wunderbare neue Welt, das ist vielleicht eine gute Fortschrittslinie. Ich möchte Ihnen allen danken für die tollen Fragen und wir möchten auch den Panelisten danken für ihre tollen Kommentare hier.